B2.3. Berechnen Sie die Länge der Strecke BC und den prozentualen Anteil des Flächeninhalts des Drachenvierecks ABCD am Flächeninhalt des Fünfecks ABCDE. Und ein Teilergebnis haben wir auch noch. BC sind 4,56 cm. So, wir fangen mal mit dem ersten Teil an. Wir berechnen die Länge der Strecke BC. Das ist, ja, mache ich es grün. So, das ist diese Strecke hier. Starten im Prinzip wie üblich. Ich überlege mir mal, in welchem Dreieck liegt jetzt diese Strecke BC drin. Und da sehe ich sofort, es ist das Dreieck ABC. Ich weiß aus 2.0, dass es ein rechtwinkliges Dreieck ist. Was kenne ich noch? Unten die Strecke AB kenne ich mit 11 cm. Und was ich noch zusätzlich kenne, hier dieser BAD, der Winkel, der ist ja 45 Grad. Da AC eine Symmetrieachse ist, ja, steht in der Aufgabe 2.0, glaube ich, drin, genau, da steht die Symmetrieachse AC, heißt das für diesen Winkel hier unten, dass er genau halb so groß ist, nämlich 22,5 Grad. So, damit kenne ich einen Winkel, ich kenne eine Seite, eine zweite Seite ist gesucht im rechtwinkligen Dreieck. Im rechtwinkligen Dreieck funktionieren Sinus, Cos, Tangens und Pythagoras. Zum Winkel ist es jetzt die Gegenkathete und die Ankathete, die ich brauche. Also schaue ich nach, welcher dieser vier Sätze funktioniert mit Gegenkathete und Ankathete. Und dann sehe ich sofort, ich brauche den Tangens zum Berechnen. Also Schritt 1, BC möchte ich berechnen. Wie gesagt, der Tangens, weil Gegenkathete und Ankathete sind gesucht bzw. gegeben. Also habe ich Tangens von, hier kann ich im Prinzip hinschreiben, Tangens von Winkel BAD geteilt durch 2 ist gleich, Gegenkathete ist die Strecke BC und Ankathete ist die Strecke AB. Setze ich ein. Tangens von 22,5 Grad ist gleich, BC haben wir noch gesucht, so jetzt fahre ich ein bisschen hoch, und AB sind die 11 cm. Entweder eine 11 in Solver eingeben und ausrechnen lassen oder per Hand umformen, die 11 im Nenner kommen weg, indem ich die Gleichung mit 11 multipliziere. Dann folgt daraus, BC ist gleich 11 mal Tangens 22,5 Grad und das kann jetzt ganz normal in Taschenrechner eingeben. Das müssten jetzt die 4,56 cm sein, die auch oben in der Aufgabe stehen. So, damit habe ich den ersten Teil erledigt. BC ist berechnet. Der zweite Teil, gehen wir nochmal hoch. Man soll den prozentualen Anteil des Flächeninhalts des Drachenvierecks am Fünfeck berechnen. Also Flächeninhalt berechnen. Ja, wie gehe ich vor? Schau mir mal die ganzen Dinge an. Wie kann ich den Flächeninhalt sehr schön berechnen? Hier steckt das Wort Drachenviereck drin. Ich könnte jetzt natürlich die Drachenvierecksformel hernehmen und entsprechend die fehlenden Strecken suchen oder berechnen, die ich für die Formel brauche. Drachenviereck ist 0,5 mal e mal f. Das Problem ist, ich kenne zwar die Strecke AC ist zwar eingezeichnet, kann ich berechnen, aber die Strecke BD, also die zweite Diagonale, die kenne ich auch nicht, die ist noch blöder. Es gibt hier tatsächlich noch einen einfacheren Trick. Man sieht es ja im Prinzip schon, es sind hier drei Dreiecke drin. Und das Schöne ist, es sind sogar drei rechtwinklige Dreiecke. Und was noch schöner ist, zwei Dreiecke davon sind gleich groß, nämlich das Dreieck ABC und das Dreieck ACD. Sind beide gleich groß, weil das ist ja ein Drache mit Symmetrieachse AC. Das heißt, das Dreieck ABC wird auf das Dreieck ACD draufgespiegelt. Es reicht also, wenn ich ABC berechne, mal 2 nehme und dann das ADE draufrechne. So, und damit ist die Aufgabe auch schon wieder ziemlich einfach. Prozentrechnung kommt halt am Schluss noch. Also, was berechnen wir zuerst? Nehmen wir den Drache. A Drachenviereck ist gleich 2 mal Fläche vom Dreieck ABC. Flächenformel vom Dreieck ist 0,5 mal Grundseite mal Höhe. Es gibt noch die zwei anderen, aber Determinante fällt raus. Wir haben kein Koordinatensystem. Und das mit Sinus, Sinus eingeschlossener Winkel funktioniert im Prinzip gleich.
ändert dabei nicht, kann man auch benutzen. Aber ich nehme 0,5 mal Grundseite mal Höhe. Als Grundseite nehme ich die Strecke AB und als Höhe, die muss ja senkrecht drauf liegen, bietet sich gleich die Strecke BC an. Das ist bei rechtwinkligen Dreiecken ja immer recht einfach. So, setze ich die Größen ein. 2 mal 0,5 ist 1, das fällt schon mal weg. AB sind 11 und die BC, die habe ich gerade ausgerechnet mit 4,56. Rechne ich aus, kommen raus 50,16 Quadratzentimeter. So, damit habe ich den Drachen schon, das Fünfeck, Flächeninhalt von Fünfeck, kann ich jetzt dann ganz einfach auch berechnen. Ich nehme einfach den Flächeninhalt vom Drache plus den Flächeninhalt vom Dreieck, Moment, ADE. Ja, ADE müssen wir da noch was groß berechnen. Muss ich gerade nachschauen. Nö, weil wir haben ja in 2.2, Aufgabe 2.2, ich fahre jetzt gerade mal hoch, da haben wir schon die Seite ED berechnet und wir wissen, ED ist gleich lang wie AE, also müssen wir hier nichts weiter zusätzliches noch berechnen. Können wir gleich hinschreiben, ist gleich 50,16 plus Flächeninhalt vom Dreieck ist 0,5 mal Grundseite mal Höhe. Grundseite, fahre jetzt doch noch hoch, ist jetzt egal, ob man AE oder ED als Grundseite nimmt. Die beiden sind eh gleich lang und stehen senkrecht aufeinander. Also, da hatten wir 7,78. Mal Höhe waren auch die 7,78. So, prima. Das tippen wir jetzt auch in den Taschenrechner wieder ein. Und dann kommt ein Flächeninhalt von 80,42 Quadratzentimetern raus. So, jetzt sollen wir noch den prozentualen Anteil vom Drache an dem großen Fünfeck berechnen. Also, das Fünfeck hat jetzt also in dem Prinzip unsere 100%. Und den Drache, den Prozent wissen wir nicht, aber wir wissen, das entspricht den 50,16 Quadratzentimetern. So, jetzt können wir da eine schöne Formel aufstellen. Prozent rechnen kann man im Prinzip so anfangen, immer beim Unbekannten anfangen und dann z-förmig aufstellen. Also x ist gleich und jetzt z-förmig 50,16 mal 100, muss ich ein bisschen hochfahren, geteilt durch 80,42. Ja, 1 mal 2 geteilt durch 3. So, das tippt mein Taschenrechner ein. Und dann bekommt man einen Wert von 62,37%. Halt, 62 waren es. So rum. Ja, und damit wäre die Aufgabe gelöst.